Erkenntnis durch Wissenschaft, was ist damit überhaupt gemeint? Und welche wäre womöglich die beste Herangehensweise für meine anstehende wissenschaftliche Arbeit? Das sind Fragen, die uns immer wieder beschäftigen. Eure Antworten darauf könnten lauten, ich suche mir einige passende Quellen und finde dann bestimmt in kurzer Zeit den Weg zu einer irgendwie wissenschaftlich begründbaren Erkenntnis. Oder ich schaue mal in der Hochschulbibliothek in einige Abschlussarbeiten meines Studienfachs hinein, dann bekomme ich bestimmt eine Ahnung davon, wie ich selbst wissenschaftlich arbeiten muss. Pustekuchen, so wird das voraussichtlich nichts. Daher geht es uns jetzt vor allem darum, Wissenschaft als solche zu verstehen, denn erst dann können wir ahnen, wie man tatsächlich wissenschaftlich arbeitet und nicht bloß einen Schulaufsatz abliefert. Erkenntnis durch Wissenschaft. Ich bin Martin Gartler von Forschen lernen jetzt und helfe euch, die nächste wissenschaftliche Arbeit bestmöglich und schnellstmöglich zu erstellen. Wir wissen, es gibt viele Wege nach Rom, doch welcher Weg zielführend ist, um mit wissenschaftlicher Arbeit zu Erkenntnissen zu gelangen, das ist sicher auch eure Frage. Die gilt es in diesem Video zu beantworten. Erkenntnis durch Wissenschaft. Und wie immer gibt es nachher auch diesmal wieder natürlich einen Bonus, also eine Zugabe, die euch den Weg zeigt, die auch ihr euch trotz der Beanspruchungen durch Studium und durch euren Alltag nachhaltig auf den Weg zu eurem Ziel machen könnt. Nachhaltig. Am Schluss gibt es dann auch noch eine Aufgabe, die dazu dient, das hier Vorgetragene und Angestoßene weiter zu vertiefen. Damit zu einer ganz grundsätzlichen Frage. Was ist eigentlich Wissenschaft? Oder anders gefragt, wann kann überhaupt von Wissenschaft gesprochen werden? Also, wann wird wissenschaftlich vorgegangen und wann werden entsprechende Ergebnisse erzielt? Definitionen können helfen. Auch sie gehören unverzichtbar zum wissenschaftlichen Arbeiten. Wissenschaft ereignet sich in der korrekten Tätigkeit unseres wissenschaftlichen Arbeitens. In Anlehnung an Balzer, Schröder, Schäfer geht es um planvoll geordnetes Vorgehen mit dem Ziel, neue Erkenntnisse und neues Wissen zu gewinnen, sowie Praxisprobleme zu lösen. Konkrete Verwertungsabsichten sind aber keine Vorbedingung dazu. Wir können also auch aus Neugier forschen. Wir knüpfen aber auf jeden Fall immer an vorhandenes wissenschaftliches Wissen an und kennen den aktuellen Stand, der unseren Untersuchungsgegenstand betrifft. Er ist zu finden in den Journals, den wissenschaftlichen Zeitschriften. Wissenschaftler veröffentlichen ihre gewonnenen Erkenntnisse, die für andere nachvollziehbar und überprüfbar sein müssen. Und wir halten auf jeden Fall wissenschaftliche Methoden und anerkannte Qualitätskriterien ein. Wann kann also von Wissenschaft die Rede sein? Nun, auf jeden Fall, und hier sei nunmehr gleich zu Beginn und mit allem Nachdruck diese Marke gesetzt, nur dann, wenn jemand mit Wissenschaft neues Wissen schafft. Für manche Ohren klingt das vielleicht wie ein Kalauer. Hier sei aber tatsächlich als Grundsatz festgehalten, nur wenn wir auf Basis von vorhandenem Wissen und mit der Erkenntnis, dass dieses Vorhandene für das konkrete Problem noch nicht hinreichend ist, an den Start gehen. Mit dem Ziel, forschend das benötigte neue Wissen zu generieren. Dann arbeiten wir wissenschaftlich. Wenn wir Wissenschaft betreiben, suchen wir also eine neue Erkenntnis, die uns bislang fehlt. Damit ist Wissenschaft eine zielorientierte Aktivität. Forschung, so sagt es der Wissenschaftsrat, ist eine Erkenntnispraxis, die zuerst der Logik der Wahrheitssuche folgt. Auch als Nachwuchswissenschaftler strebt ihr danach, Erkenntnisse zu erhalten, die eure zuvor gut definierte Fragestellung ehrlich beantworten. Die Erkenntnisse sollen zuvor nachvollziehbar analysierte Probleme lösen helfen. Dies tun wir aber nicht, ohne zuerst einmal sorgfältig geprüft zu haben, welche bisherigen Antworten oder Lösungsangebote es bereits zu unserer Fragestellung gibt. Diese bisherigen Wissensbestände bringen wir auf jeden Fall in unsere Untersuchung ein. Sollten diese Bestände bereits für das Erkenntnisziel hinreichend sein, würde man das Forschungsvorhaben als nicht notwendig betrachten und es abbrechen. Daher müssen wir uns zu Beginn unserer wissenschaftlichen Arbeit unbedingt über den bereits gegebenen aktuellen Stand der Wissenschaft zur konkreten Fragestellung informieren und auch möglicherweise bereits vorhandene Gegenpositionen zu unserer Lösungsidee berücksichtigen. So gehört das Sammeln von Informationen für jedes wissenschaftliche Vorhaben dazu, auch das Strukturieren und operationalisierbar machen von vorhandenen Daten und Kenntnissen. Eine Zusammenstellung von Daten und Resultaten allein wird heutzutage allerdings nicht mehr als hinreichend für ein Forschungsprojekt betrachtet, auch wenn sie im Zuge eines Forschungsvorhabens notwendig ist.
Ein Forschungsvorhaben als solches braucht als Ganzes ein eigenes, nutzbringendes und klar formuliertes Erkenntnisziel. Ein solches Ziel kann in einer Hypothesenbildung, einem Theorieentwurf oder in der Überprüfung von Hypothesen bzw. Theorien mit Blick auf ihre Anwendbarkeit münden. So werden Entwürfe oder sogar Konzepte und Strategien für ihre Umsetzung durch wissenschaftliches Vorgehen vorbereitet. Gilt das prinzipiell für alle Wissenschaftsdisziplinen? Ja. Die Wissenschaftsgebiete lassen sich unterscheiden nach Art und Ausrichtung. Es gibt die Formal- bzw. Strukturwissenschaften, die sind die Mathematik und die Informatik. Die Geisteswissenschaften finden sich wieder in den Gebieten der Philosophie, der Theologie und der Kulturwissenschaften. Die Ingenieurwissenschaften gliedern sich in das Bauingenieurwesen, die Elektrotechnik, den Maschinenbau und so weiter. Die Naturwissenschaften kennen wir als Biologie, Chemie und Physik. Die Sozialwissenschaften umfassen jene Wissenschaftsgebiete, die sich mit den Zusammenhängen des menschlichen Zusammenlebens und damit verbundenen Handlungen und Verhaltensweisen befassen. Für sie alle gilt, dass sie nach der Vertiefung und Verbreiterung von Grundlagenwissen forschen und auch gern nach neuen Erkenntnissen für anwendbare Lösungen. Auch wenn sie dazu deutlich unterscheidbare Methoden entwickelt haben und anwenden, verbindet sie der grundlegende Ansatz, dass auf systematische, nachvollziehbare und überprüfbare Weise neues Wissen auf Grundlage bisherigen Wissens geschaffen werden soll. Gibt es nicht auch andere Lösungswege? Müsst ihr unbedingt dieses so schwierig erscheinende wissenschaftliche Arbeiten lernen? Klar, gibt es auch andere Wege, die wir aus unserem Alltag kennen. Denken wir an die Intuition, die wir von manchen Menschen kennen. Sie spüren, welchen Weg sie gehen sollten, um einem Problem zu entkommen und brauchen dazu keine Wissenschaftler. Oder da habe ich den praxiserfahrenen Handwerker vor Augen, der sich mit seinen Arbeitsmaterialien und seinen Werkzeugen so gut auskennt, dass wir ihm besser nicht hineinreden in seinen Arbeitsweg. Oder denken wir an das Prinzip Trial and Error, das selbstverständlich auch zu Lösungen führen kann. Ob die gefundene Lösung dann in jeder Hinsicht die beste ist, bleibt eine andere Frage. Es hätte womöglich bessere, weniger aufwendige und weniger verlustreiche Wege gegeben. Das spricht dann vielleicht doch dafür, dass wir den erprobten und bewährten Wegen unserer Wissenschaftsgebiete vertrauen dürfen. Ohne zuvor verprobtes und bewährtes Wissen, das methodisch wissenschaftlich entwickelt und überprüft wurde, kann sich niemand auf den Weg des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns machen. Und damit erschließt sich auch der Sinn des Studierens an einer Hochschule. Wer den Abschluss nur haben will, um einen halbwegs gut bezahlten Job zu ergattern, hat seine eigene Zielmarke noch nicht so richtig gesetzt. Arbeitgeber erwarten von Hochschulabsolventen, dass sie die Gepflogenheiten ihrer wissenschaftlichen Disziplinen nicht nur kennen, sondern sie sogar anwenden können. Dies bedeutet, systematisch wissenschaftlich, also methodisch sauber und unter Berücksichtigung vorhandenen Wissens das neue Wissen zu generieren, das im Praxisumfeld des Unternehmens benötigt wird. Dies gilt grundsätzlich aber auch in jedem Moment neu. Wenn eine berufliche Frage und Herausforderung kommt, gehen Hochschulabsolventen wissenschaftlich vor. Also nicht rein intuitiv, auf Praxiserfahrung setzend oder einfach ausprobierend. Darum ist dieses Grundwissen vom wissenschaftlichen Arbeiten für uns, für euch und für alle unverzichtbar und wichtig. Kurzer Exkurs, der Bonus ist dran. An dieser Stelle werde ich nun persönlich. Es geht mir um das Ziel, Erkenntnis durch Wissenschaft zu erlangen. Wie oft haben wir schon gehört, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man sich Ziele setzt? Es wird euch vielleicht nicht überraschen, dass zum Erfolg viel mehr gehört, als nur sich Ziele zu setzen. Erkenntnis durch Wissenschaft ist jetzt gerade unser Ziel. Doch was ist dein Ziel? Ein Ziel ist ein Ziel, sofern es in messbaren, erreichbaren Schritten erreichbar ist. Ein Ziel ist ein Wunsch, eine Sehnsucht oder ein Bedürfnis. Man kann es nur durch eigene Handlungen erreichen. Wie setze ich mir aber nun ein Ziel? Das ist ein Prozess, der mit einem erreichbaren Bedürfnis oder Wunsch beginnt. Zunächst wäre dann zu fragen, wenn es nun um das angestrebte Studienziel geht, was willst du denn erreichen?
Wo willst du stehen? Geht es um den Status, die Karriere oder die Qualifikationen? Ein Ziel kann ich durch entsprechend eigene Maßnahmen erreichen. Wir unterteilen das Ziel dann am besten in kleine Einzelschritte oder Aktionen. Und das tun wir übrigens auch beim wissenschaftlichen Arbeiten. Erreichbare Ziele sind Ziele, auf deren Verwirklichung man tatsächlich selbst Einfluss nehmen kann und bei denen man seine eigenen Fortschritte messen kann. Welche Maßnahmen sind dafür erforderlich? Meine Ziele erfordern Handlungen meinerseits. Ich muss zunächst entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Ziel zu erreichen. Eure erste Maßnahme ist also immer das Aufschreiben eurer Ziele. Wenn ihr einen Stift zu Papier bringt, und das ist wirklich der Moment, in dem man einen Stift und Papier benötigt, erhalten eure jeweiligen Ziele eine eigene Existenz. Behaltet das Ziel im Blick. Ich will meine Erkenntnisse in diesem Studium, in dieser Abschlussarbeit und auch wenn möglich danach im Alltag durch meine eigene wissenschaftliche Arbeit und Kompetenz erlangen. Und nutzt dazu das Angebot, das ich euch hier mit dieser Videoserie im Wochenrhythmus mache. Hier geht es ums wissenschaftliche Arbeiten und um diese Kompetenz. Auf die Frage nach dem Weg zum Erreichen der eigenen Zielsetzung, also dem Plan, komme ich bald zurück. Habt ihr euch Notizen gemacht während dieses Videos? Bestimmt. Schaut mal drüber und dann schreibt auch Antworten auf diese beiden Fragen auf. Was habe ich in diesem Video gelernt und verstanden? Zweite Frage. Was habe ich noch nicht verstanden, würde es aber gerne verstehen? Und dann gebt sie einfach unten in die Kommentare zu dem Video ein. Übrigens, am nächsten Sonntag gibt es bei YouTube die nächste Folge. Abonniert am besten den Kanal und aktiviert auch die Benachrichtigungen, dann erfahrt ihr sogleich, wenn es hier weitergeht. Macht's gut, bis nächsten Sonntag.